Ich glaube, ich kann Ihnen jetzt einen Kleinkunst-Leckerbissen anbieten. Zwei Schauspieler, ein sehr bekanntes Ehepaar in einer musikalischen Szene. Dem einen oder anderen wird der Inhalt sicherlich bekannt vorkommen. Bei uns als Gäste diesmal Nadja Tiller und Walter Giller. Beide zusammen haben eine Langspielplatte aufgenommen, sehr viele schöne Songs. Ich habe sie abgehört und habe mir dieses Lied ausgewählt. Und vielleicht kommen Sie einmal mit. Wir haben hier so studiomäßig ein kleines Zimmer aufgebaut. Die beiden, stellen wir uns vor, sind aufgestanden und werden gleich hier zum Frühstück erscheinen. Titel des Songs: Siehst du das ein? Entstehende Ähnlichkeiten sind diesmal wirklich beabsichtigt. Für Sie nun Nadja Tiller und Walter Giller. Übrigens, mein Liebling, mir fällt da grad was ein. Na, was wird denn das wohl wieder sein? Leg doch nicht die Zahncremetube morgens jedes Mal aufgeschraubt und platt gequetscht in irgendein Regal. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein, dass dich sowas aufregt. Das regt mich gar nicht auf. Komm ich doch nur eben mal so drauf. Ob das was zu sagen hätte, gib doch einmal zu. Unordnung im Badezimmer machst alleine du. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein. Übrigens, mein Liebling, das ist ja schizophren. Du musst immer alles gleich verdrehen. So, dann schau dir doch bitte mal das Badezimmer an. Rundherum im Becken klebt das Haar von meinem Mann. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein, das sind Bagatellen, es ist ja längst bekannt. Dich stört schon die Fliege an der Wand. Ist das eine Fliege? Deine Asche auf dem Tisch? Nee, da hast du recht, das ist für mich ein kleiner Fisch. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein! Übrigens, mein Liebling, fängst du schon wieder an? Was bist du doch nur für ein Tyrann? Wo ist meine Zeitung? Hast du die vielleicht von heute? Auch schon wieder Blatt für Blatt im ganzen Haus verstreut. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein, ist das deine Zeitung, du alter Egoist, der sogar den Hochzeitstag vergisst. Du mit deiner Logik machst dich lächerlich vor mir. Deine eigene Mutter hat mich schon gewarnt vor dir. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein! Übrigens, du lügst ja, Mama hält fest zu mir. Immer wieder warnt sie mich vor dir. Das ist typisch Schwiegermutter, dieses Krokodil. Bitte, Walter, lass Mama gefälligst aus dem Spiel, das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein, immer wenn wir streiten, hat diese Dame Schuld. Also langsam reißt mir wirklich die Geduld. Sagtest du, wir streiten? Du, ich wüsste nicht, warum. Leute, die sich streiten, heißt es, die sind meistens dumm. Das muss nicht sein. Siehst du das ein? Nein. Streit in einer Ehe ist der Anfang vom Betrug. Mein Gott, Walter, wie bist du klug?